Ermunken. Dankeschön. Thank you. Benötigen wir nicht, unser Schiff hat einen Tiefgang von fast einem Meter. Eine Aufbaute von über 3 Metern sollten wir tatsächlich benötigen. Wir können am Museumshafen sowie im Bergedorf haben und an den Südelbrücken steht jeweils eine von diesen Figuren, die sich mit dem Wind ja auch immer dreht. Verschiedene Wasservögel können wir hier rechte Seite auch sehen. Wir haben überwiegend hier Graugänse und Kanadagänse, Montan, Tochtersee noch ein Blässhuhn dazwischen. Schwan kann ich jetzt gerade mal nicht entdecken, aber Schwäne werden wir noch zu Gesicht bekommen. Um die Alsterschwäne, da kümmert sich der Schwanenvater Ole. Eine schöne Aussicht auf eine günstige Sozialwohnung haben. Nein, von hier aus ein wunderschönes Panorama. In 10 Jahren hat man dort einen Bischof einziehen lassen und schon ist da ein Dom. Die Kirche stellt zum heutigen Tage ein Mahnmal gegen den Krieg und Verfolgung dar. Gleich da neben, 912 Meter hoch, 112 Meter breit, steht auf über 4000 Rosinen Eichenholzfähren. Unser Hamburger Rathaus ist unterstützt mit originalem Wasser aus der Alster. Vom Hamburger Rathaus aus gesehen ein von den Hamburgern wird sie liebevoll der Michel genannt. Geht bis zur Kirchturmspitze 132 Meter hoch. Sollten Sie dort. Als Nobelherberge für Hamburger Staatsbesucher. Zur damaligen Zeit hatte der Hamburger Senat dieses Gebäude eingekauft zu D-Mark-Zeiten für 1,2 Millionen D-Mark. Zu Euro-Zeiten wollte der Hamburger Senat dieses Gebäude weiterverkaufen, allerdings für 12,5 Millionen Euro. Eine geringfügige Gewinnspanne war doch schon mit eingeplant, verkauft wurde es allerdings nicht. Die wurde hier immer noch als Nobelherberge. Da noch vor ein paar Jahren der Kita sekarang lagi naik kapal bawa si tamu dari Indonesia, turis Indonesia, ya Melissa? Melissa? What are you doing? Okay. Dia malah main. Yeah. Kita lanjut jalan lagi guys. Kiesfarbene Kuppel, ein gigantisches Moschee-Gebäude, Gotteshaus hat man im Jahre 1963 erbaut, gesponsert von 3 Hamburger Kaufmännern, die in Hamburg mit Orientteppich gehandelt haben. Das weiße Gebäude, was hier Ufer steht, der Segelclub NRV, Norddeutscher Veganerverein, Mitveranstalter der Kieler-Woche. Dann die Rudergemeinschaft Hansa. All unsere Rudergemeinschaften in Hamburg an der Außenalster können auf eine Tradition von über 170 Jahren zurückgehen. Melissa.
Jadi guys, kita tadi naik kapal ini 66 euro. Jadi yang dibayar orang India, orang dewasa aja atau di atas 17 tahun. Wir haben rechte Seite. Könnte die Hamburger Schulbehörde hier kein Hamburgsnachwuchs, das Rodern ernähren. Allerdings nur Schüler mit guten Noten und sie selbst sehen hier, was dort los ist. Ja, und hier rechte Seite immer noch der wunderschöne Stadtteil Uhlenhorst. Hier ist es die etwas gehobenere Preisklasse, kann man schon erkennen, dass es nicht Hamburgs sozialer Brennpunkt ist. Die erste Villa, die hier steht, gehört der Wäschereikette an, die zweite Villa der Bäckereikette. Da kann man mal sehen, dass man mit kleinen Brötchen backen und drehen hier Wäsche waschen. Doch für den Feld. Dann passieren wir rechte Seite jetzt den Kastanienbaum. Anschließend ein Gebäude mit ganz viel Glas eingearbeitet. Schauen wir uns das Gebäude genauer an, stellen wir fest, es soll ein Kreuzfahrtschiff von Achtern von Händen darstellen. Die Wiese hat man so angelegt, das soll das Wasser darstellen, als wenn das Schiff in Fahrt wäre. In der Mitte ein Teich und ein Springbrunnen soll das Schraubenwasser des Schiffes darstellen. Die runden Büsche, die Schaumkronen der Wellen. Alles sind ja Eigentumswohnungen, jede einzelne Wohnung über 180 Quadratmeter groß, was hat einen gekostet. Zu D-Mark zeigten 3 Millionen D-Mark eine Wohnung. Teuer, teuer. Allerdings hat meine Oma schon immer gesagt, für arme Eltern wie Jungen kann es überhaupt nichts höher. Für arme Schwiegereltern bist du allerdings selbst dran schuld. Jadi katanya harganya zaman dulu tuh 3 juta euro. Wir schauen und decken dort hinter diese weiße, graue Villa, gerade oben am Balkon entlang. Das war einst die teuerste Villa überhaupt in Hamburg an der Alster, hat zu D-Mark-Zeiten über 22 Millionen D-Mark gekostet. Ich persönlich finde ja diesen viereckigen Klotz dort gar nicht so hübsch, denn es ist wiederum auch Geschmackssache. Teuer war ja nicht die Bauart, sondern eher das Material. Oben alles echter italienischer Marmor und alles echter schwedischer Naturgranit. Nennt es Swimmingpool, das ist sogar ein Atomschutzbunker. Wer dort drinnen wohnt, der dürfen wir von der Alster-Touristik namentlich nicht mehr verraten. Hat man uns vor geraumer Zeit gerichtlich verboten. Aber als Hamburger bin ich noch nicht nachtragend und trinke heute immer noch meinen Schipo-Kaffee. Ini lokasi mahalnya Hamburg guys, di daerah ini. Lokasi mahalnya, lihat tuh rumah-rumahnya. Wow. Oh ini ketemu lagi orang di sekolah. Lagi belajar mendayung. Hier können wir rechte Seite jetzt auch die Krokoppelbrücke entdecken mit den drei Durchfahrten. Dort hinter der originale Fluss, die Alster. Von hier aus ca. 50 Kilometer weiter aufgefahren. Wir würden bei der Quelle der Alster in Städte-Rehmann kommen. Zum Thema Brücken selbst. Hamburg ist die Stadt in Europa mit den meisten Brücken überhaupt. Insgesamt hat Hamburg über 2500 Brücken stehen, hat mehr Brücken als London, Venedig und Amsterdam zusammen. Dann beginnt hier rechte Seite jetzt auch der Alsterpark, den hatte man anlässlich der IGA 1953 angelegt. IGA heißt einfach nur internationale Gartenausstellung, mehr sagt das Ganze dann ja gar nicht aus. Wir könnten die Binnen- und die Außenleister einmal komplett umwandern. Dauert circa 2 bis 3 Stunden, sind doch immerhin ganze 12 Kilometer. Was wir heute hier an Sportboote, sprich Kanu, Segelboote, Tretboote, Kajaks, Stand-up, Paddleboote, alles in dieser Richtung gesehen haben, das ist hier bei weitem nicht viel. Jährlich angemeldete Sportfahrzeuge, davon nur mal die Hälfte gleichzeitig unterwegs, wie beim Kirschblütenfest oder beim Vatertag, ist hier auf der Alster.
Morgen, der Hamburger Fernsehturm nennt sich ja auch Telemichel, heißt aber richtig Heinrich Herzturm, Hamburgs höchstes Bauwerk mit 279,5 Metern Höhe. In 135 Metern Höhe befand sich ursprünglich ein Restaurant, da drehte sich in der Stunde einmal um die eigene Achse. Man konnte komplett über Hamburg schauen, wenn man in diesem Restaurant mehr als eine Stunde verbracht hatte. Man hatte es geschlossen, überall ist Asbest verseucht, das hatte man saniert. Zum allen Übel ist dann auch noch der Pächter abgesprungen, nicht im wörtlichen Sinne, sondern er hatte keine Lust mehr, weil dort oben die Miete plus Strom und Nebenkosten immens hoch sind. Allein schon zu D-Mark-Zeiten beliefen sich diese rund um die 50.000 D-Mark und dann pro Monat. Dann muss man erst einmal wirtschaften, sein Personal bezahlen möchte. Hat nichts mit dem Rotkohl oder Senf zu tun, ist hier das modernste, schönste, aber auch das teuerste Hotel Deutschlands geworden. Seefontenay heißt es, ein 5-Sterne-Hotel plus ist es geworden, über 100 Millionen Euro hat es dann gekostet. Die teuerste Suite kostet über 9.000 Euro die Nacht, darum müssen Sie zeitig ins Bett gehen, um dann genau schlafen zu können. Noch ein wenig weiter von außen zur rechten Seite, das große grau-schwarze Gebäude mit dem schwarz-weißen Schriftzug oben drüber. Das Hotel Radisson Blum, das größte Hotel in Hamburg, sind 1.100 Betten mit einem direkten Anschluss zum Bahnhof Dammtor. Kriegen Sie noch nicht mal nasse Füße, wenn Sie dort mit S-Bahn oder Fernbahn ankommen und möchten in diesem Hotel einmal übernachten. Jetzt schauen wir nochmal direkt voraus, ein richtig schönes Bild, unser Hamburger Rathaus, St. Nikolaikirche, Lombardsbrücke, Kennedybrücke, Elbphilharmonie, alles auf. Hatte der Verlag Gruner und Jahr aufgekauft. Im Volksmund wird dieses Gebäude in Hamburg auch der Affenfelsen genannt, wegen seiner äußeren Form. Besonders hübsch ist das Gebäude ja nun wirklich nicht geworden, gibt mir nur zu denken, Gruner und Jahr. Bringt auch die Zeitschrift raus, schöner Wohnen. Hat die Generalkonsulat, die sind dort ausgezogen, weil ihnen das Gebäude zu groß geworden ist. Die möchten wir in Hamburg nur noch klären. Das haben sie jetzt in der Hafensee. Das alte Konsulat hier zur rechten Seite soll jetzt ein Hotel werden. Ja, der älteste Ruderclub Ammonia. Ein reiner Herrenbruderclub, wo nur Herren mitrudern dürfen, dürfen man eben die Männer nicht mitrudern. Noch ein wenig weiter voraus folgt das Gebäude mit den zwei grünen Dächern, den ganzen Segelbooten ringsherum. Das Nobel Restaurant Portolinos, ein italienisches Restaurant. Dort hinter das viereckig gebaute Gebäude mit dem goldenen Löwen, roten Hintergrund, ist gebaut. Erst den Fahrstuhlschacht 6 Meter mal 6 Meter. Dann das oberste Stockwerk errichtet, die unteren Stockwerke unterangehangen. Und dank dieser Bauweise ist dieses Gebäude extrem erdbebensicher. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil für die Stadt Hamburg. Weltrangliste auf Platz 2, heute nur noch auf Platz 27. Ja, verehrte Gäste, Damen und Herren, so langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende dieser Rundfahrt. Ich hoffe, die Fahrt hat euch bei mir Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund.